Willkommen zu diesem Bad Juju-Test. Tobias Fröber hat sich das gewünscht. Wir testen jetzt erstmal im PvP die Bad Juju. Ich believe you weapon wants to murder. Ja, das will man schon wieder raus. Ah, da lass mich doch mal lesen, Spiel. Einmal in meinem Leben. Lass mich doch mal das tun, was ich möchte, nicht das, was du möchtest. If you believe your weapon wants to murder all existence, then though it will toll on the shattered. Full Auto, this weapon can be fired in Full Auto Mode. Das ist schon mal nice. Less recoil penalty to impact. Was haben wir hier unten noch? Predictable and controllable recoil penalty to range. Ja, braucht man nicht unbedingt. This weapon has bonus accuracy by firing from the hip, also ohne anzuvisieren. Trifft es auch ganz gut. Wenn man das mal freigeschaltet hat, mehr Angriffsstärke. Das sind diese durchschlagenden Geschosse. Okay, das erhöht die Genauigkeit und die Reichweite. Das hier erhöht die Stabilität, was bestimmt nicht schlecht ist. String of curses. This weapon reloads instantly and increases damage for a short time after each kill. Das ist nice. Also man lädt halt sofort nach und hat erhöhten Schaden nach jedem Kill. Das ist bestimmt schlecht. Und dann noch viermal Schadenserweiterung. Dreimal davon mit Aszendent-Energie. Also jetzt testen wir sie erstmal komplett ungeskillt. Ich habe sie gerade eben erst bekommen. Hat ewig lang gedauert, die 10.000 Punkte im PvP zu machen. 75 Punkte bekommt man für einen Warlock-Kill. 25 für einen Titan- oder Jäger-Kill. Das heißt, man muss, wenn man Pech hat, bis zu 400 Gegner killen. Wenn man nicht einen Warlock im gegnerischen Team hat, dann dauert das ewig. Bravo Team. Mir hat es ungefähr 20, 25 Spiele gebraucht. Ja, wobei, nee, stimmt nicht. Sagen wir mal 15 Spiele. Ich weiß nicht genau, wann ich den Bounty davor abgeschlossen hatte, der auch nicht gerade einfach war, 25 Strikes zu spielen. So einfach schon, aber zeitlich sehr aufwendig. Sieht aber sehr, sehr nice aus. Irgendwie ein bisschen nicht Thorn vom Design her. Wahrscheinlich auch ähnlich angelegt. Ja, das ist aber schon nicht so schlecht. Ich weiß nicht, nicht verkehrt, wie er drauf geschossen hat. Auf jeden Fall sehr schnell. War nicht besonders stark. Ja, jetzt beinahe hinter mir, das habe ich auch gesehen. So stark ist er nicht wirklich, aber wahnsinnig schnell schießt sie. Man hat sie gerade gesehen, der eine konnte ja permanent da rumlaufen, ohne dass ich ihn killen konnte. Nicht gerade so der Wahnsinn. Ja, verlierst du halt gegen ein Automatikgewehr, wo du dreimal auf den Kopf drauf bist. First Fire. War 9 Treffer eigentlich. War nicht so wahnsinnig begeistert. Also, die Schussgeschwindigkeit ist geil für ein Impulsgewehr. Ah ja, super, hat er den schon. Weg. Wer schießt denn auf mich? Das ist ja kein Mensch. Zone B neutralized. Ja, super zu spät. Zone B secure. Der grüne Rauch vorne irritiert ein bisschen, muss ich sagen. Der hängt über dem Boss her. Ist ein bisschen nervig. Hat doch jemand. Ja, super. Ja, bis jetzt bin ich noch nicht so hyper begeistert von der Waffe. Ich habe bis jetzt auch nichts Gutes über die gehört, muss ich sagen. Also, meine ich alle gemeint, die wären nicht so dolle. Das haben schon einige von meinen Freunden. Ich ziehe nicht mal das Schild ab, mit dreimal Burst auf ihn. Das waren jetzt keine Headshots, aber das Schild sollte ich abziehen, weil sonst wird es schwierig, ihn überhaupt mit 15 Schuss zu killen. Weil ich 9 habe ich ja schon verfeuert. Also sonst genau ist die auch nicht. Da haben wir jetzt mal einen. Wir sind super. So richtig genau ist sie noch nicht. Da sollte man noch ein bisschen in Stabilität investieren, weil sie halt nicht wirklich genau drauf ist. So, wir sind für eine schwere Munition, dass wir hier noch eine Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Heavy ammo available. Jetzt haben wir nämlich 4 Raketen. Lost the lead. Danke und tschüss.
You're in the lead. Ja, Bad Juju. Ich weiß nicht, also wenn sie 21 Schuss hätte, wird es mir jetzt schon deutlich besser gefallen. Weil ist jetzt mich noch nicht einmal daneben geschossen. Ja. Supi, wenn nach oben gehen kann. Also daneben geschossen habe ich noch nicht so wirklich. Und also wie gesagt auch nicht wirklich gestorben. Ein oder zwei Kills habe ich mir darauf gemacht. Das ist ein bisschen fragwürdig. Boah, was geht denn hier? Da war ich jetzt auch wieder drauf, oder? Ich würde mal so ausnudeln. Kriegen wir auch gleich zwei Raketen geschenkt, optimal. You neutralized Zone A. Enemy captured Zone C. Geh mal weg von mir. Zone A nicht captured. Tot. It's yours. Zone B lost. Kann der nicht tot sein? Enemy captured Zone B. Jetzt aber. So, Bad Juju, jetzt zeig mal wieder, was du kannst. Gute Giraffe und so. Ja, also. Ich weiß nicht, also ich habe 15 Schuss in dem Ding und mache dreimal Burst drauf und es stirbt halt kein einziger Gegner davon. Es ist halt. Wie viel kann ich dann killen? Einen mit dem ganzen Magazin maximal, weil ich Headshots mache. Das ist mit dem Rutschgewehr nicht so schwer ist wie mit dem Revolver, aber. Ob ich das so geil finde, weiß ich auch nicht. Ja, super, hat's gemacht. So, Tobi, ich würde sagen, nimm lieber die Thorn. Oder die exotische Shotgun. Ich sagen muss, alle exotischen Waffen sind nicht so besonders. Die haben halt coole Sonderfähigkeiten, aber an und für sich die Waffen sind nicht so besonders toll. Die sehen halt cool aus, ja. Können vielleicht mit angeben. Aber das ist jetzt nicht so Wahnsinn, dass man die immer benutzen müsste. Die einzige exotische Waffe, die ich bis jetzt richtig gut fand, war die Patience in Time, weil sie halt einen unsichtbar macht und man Radar hat, während man anvisiert. Und dann vielleicht die Handcannon, die heute beim Xur war, die halt 8 Schuss hat und die halt in einer Sekunde rausfeuern kann. Und da bin ich mal. Den kriegen wir auch wieder nicht. Die möchte ich ja haben, aber mir fehlt halt nur eine Seite 2 Münzen, um sie zu kaufen. Hast du meine Granate? Ich trifft ihn wieder nicht. Ich bin zu hoch. Oh Mann. Zone A lost. Enemy captured Zone A. You've lost them all. They've got total control. Ja, das Problem ist halt auch, wenn ich jetzt das Schadensupdate mache, das bringt im PvP nichts. Weil die Waffen alle gleich sind im PvP. Also man spielt jetzt Iron Storm oder. Ich habe wieder keinen killen kann. So, diesmal sitze ich am längeren Hebel. Wo ist jetzt die scheiß schwere Munition? Aha, da war sie. Danke und tschüss. Das ist ja geil. Die Rakete nicht mehr hier. Ich habe mir super wiederbekommen. Das ist ja eigentlich fair. Aber drei Raketen verschwinden. Ja, Patience in Time und die Handcannon, die jetzt gerade beim Xur ist. Die zwei. Das sind eigentlich so die besten exotischen Waffen. Meines Erachtens. Ich hab keine Lust jetzt zu sterben. Was machen die denn? Ich hab ne Shotgun, Leute. Mit Pistole da reinzukommen, oder mit Revolver, das ist relativ sinnlos. Ich könnte jetzt auch ruhig nochmal kommen. Wo kommt der denn her? Naja. Haben wir zumindest ein paar Leute lang genug aufgehalten, dass wir hier jetzt das Match mal gewinnen können eigentlich. Und nachladen müssen wir. Ja, wie man sieht, also ich mache ja hier 100 mal mehr Kills mit der Shotgun. Guck mal. Es ist ja lächerlich. Der 15 Schuss auf ihn drauf und die sind halt innerhalb einer Sekunde leer. Das killt ihn halt einfach nicht. Gut, wenn sie natürlich Instant Reload hätte. Ja, die gleiche Waffe, oder was?
auch nicht gekillt. Alles nutzlos. Nee, also sorry, die ist halt für ein PvP ist ja nichts. Da habe ich im Automatikgewehr echt, glaube ich, 10-mal mehr Kills in diesem Ding hier. Also jetzt, ich sag jetzt mal ungelevelt, wobei ungelevelt eigentlich schon besser sein müsste als so eine blaue komische Waffe. Also ich meine, die macht halt. Ja klar, die macht halt 260 schon Schaden und eine blaue ungelevelt 242. Das ist PvP sagt das nichts, aber. Ja, ich weiß ja nicht. Irgendwie bin ich halt der Meinung, dass so eine exotische Waffe grundsätzlich schon mal besser sein sollte als andere Waffen. Auch wenn sie nicht gelevelt ist. Ich bin nicht da alleine mit meiner Meinung, aber wenn ich eine exotische Waffe ausrüste, ich kann die ja nicht leveln, wenn ich weiß, okay, die ist schlechter als eine blaue. Das bringt mir ja nichts. Ich muss sie ja benutzen können. Und dazu muss sie halt besser sein als eine blaue. Also sorry, sonst habe ich halt legendäre Waffen. Sie sind halt besser, weißt du? Dann nehme ich die halt nicht her und level die halt auch nicht. Weil eine exotische Waffe dauert halt ewig zu leveln und wenn ich da 100 Jahre brauche, um voll zu leveln. Und die aber wesentlich schlechter ist als alle anderen Waffen, ich habe, kann ich den PvP nicht hernehmen. Und ich stelle mich jetzt nicht hin und spiele da 100 Jahre lang Raid mit einer Waffe, die ich nicht mag und die nicht gut ist, nur um die zu leveln. Sorry. Wir müssen mal sterben. Ja, jetzt gehen wir wieder selber, wenn ich abgerutscht bin. Das wollte ich direkt Granate da oben hin. Naja, gut, wir sind Erster, aber was haben wir unsere Kills gemacht? Mit der Shotgun und mit den schweren Waffen. Mit der Bad Juju, ich sag mal 4 oder 5 Kills, wenn es hochkommt. Das ist einfach zu schlecht, so. Also ich meine, ich mache nochmal einen Vergleichstest, wenn die Sachen freigeschaltet sind. Also nicht die Astrodent-Energie, weil das bringt mit PvP eh nichts. Ich gehe nochmal Vergleichstest, das ist auch zu ungenau. Ist ja wieder keiner. Toll. Naja, verschwindet halt. Wenn ich natürlich nochmal vergleiche, dass wenn die Stabilität erhöht ist und wenn die instant nachlädt und so. Das gönne ich mir noch für die Waffen. Vielleicht ist sie ja auch im PvE besser, das würde ich dann auch nochmal testen. Aber so wie sie jetzt ist, würde ich sie ehrlich gesagt sofort wieder zurückgeben am besten. Da hat sich der Aufwand echt nicht gelohnt. Das sind nur Kills, wenn die Gegner angeschlagen sind. Und bleibt unverwundet im Gegner, kriegst du eigentlich kaputt. Gut, geht nicht. Keine Chance. Das ist viel zu schnell leer. Und dann zieht sie halt nicht mit und schießt halt daneben. Nee, also sorry. Die sind immer noch nichts. Keine Chance. Ich mit jeder anderen Waffe hätte ich mehr Kills gemacht, zumindest vorn. Nee. Ja, also ungelevelt, nee. Cool wäre halt, wenn man die Ammo Capacity irgendwo erhöhen könnte. Also dann würde es mir echt nicht so schlecht gefallen. Also wenn es auf 21 oder 24 ginge, dass man halt 7 oder 8 mal schießen könnte. Och, seltsame Münze brauche ich. Dann fände ich es, glaube ich, ganz gut. 22 Kills, 5 davon mit der Bad Juju, Rest mit Raketenwerfer und Shotgun. Ja. Nee, ist aber noch nichts. Tobi, nimm die Thorn. Wenn du keine Primärwaffe hast, nimm die Thorn. Wenn du eine Primärwaffe hast, nimm die Shotgun. Die ist echt ganz nice. Die macht auch was weg. Die Bad Juju ist. Nee. Nee, wenn noch nichts. Also 15 Schuss ist auch zu wenig für so eine Waffe. Die ist zu schnell leer und zu schnell zu schlecht. Und nee, gefällt mir nicht, muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir nicht. Aber wir schauen uns die nochmal an, wie gesagt, wenn sie hier ist. Und dann lädt sie instant nach und hat diese ganzen Erweiterungen und so, dann ist sie natürlich wesentlich besser. Das gönne ich mir noch, weil es dauert nicht ganz so lange wie diese ganzen Astralenten-Zeug hier, was man eh nicht braucht, außer für die für PvE freizuschalten. Ich meine, guck mal, sie sieht ja echt cool aus, eigentlich. Hier so ein Vogelkopf dran und so. Aber ja, sie wollen sie auch noch verstärken. Also Bungie hat ja selbst schon gemerkt, dass die nicht so das Chlorreiche vom Ei ist. Das Gelbe vom Ei. Sie wollen sie noch verstärken, also ich hoffe mal, dass sie vielleicht auf 18, 21, 24 Schuss erhöhen oder sie einfach ein bisschen stärker machen, Impact einfach ein bisschen höher, zumindest im PvP. Dann können wir darüber reden. So jetzt sind wir leider nicht. Na gut, da wird es noch ein bisschen mehr, aber das ausreicht. Werdet ihr in einem anderen Video sehen. Vielen Dank erstmal fürs Zusehen. Tobi, nimm die Thorn oder nimm die Shotgun. Bis dahin, ciao.